Als letztes Buch des Abends haben wir ein ganz fabelhaftes kleines Buch mitgebracht. Und zwar stelle ich das zusammen mit der Andrea vor, meiner tollen neuen Kollegin. Das ist Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung von Petra Hartlieb, erschienen bei Dumont. Und als die Andrea bei uns angefangen hat, dann fragt man ja so, und was machst du so und wo kommst du her und überhaupt. Und das Allerschönste, was ich feststellen durfte, ist, dass die Andrea auch so ein Weihnachtsfreak ist wie ich. Das heißt, endlich darf ich die Weihnachtsmusik im Laden voll aufdrehen. Und deswegen auch ganz klar, dass wir, also wir haben quasi zeitgleich dieses Buch gelesen und genau, haben uns sehr dafür begeistert und deswegen haben wir auch gesagt, das müssen wir zusammen vorstellen. Genau, man kennt die Petra Hartlieb vielleicht von ihrem Erstling. Genau, die Andrea hält es mal hier hoch. Meine wundervolle Buchhandlung. Genau. Und was jetzt die meisten im Publikum wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass Petra Hartlieb, bevor sie in Wien spontan eine Buchhandlung gekauft hat und darüber diesen Bestseller geschrieben hat, sogar mal im Buchladen am Freiheitsplatz Inventur gemacht hat. Ja, meine Damen und Herren. Ein ganz wichtiger Meilenstein ihrer Karriere, denke ich. Ne, Dieter? Genau. Und ja, man weiß ja, also es gibt ja so Highlights im Buchhändlerinnenleben, ne? Also wenn die Vorschauen kommen und die ganzen neuen Bücher, das Highlight 1, dann das zweite, die Messe, boah, neue Bücher, alles entdecken, ganze Kilometer laufen und dann kommt es. Das Weihnachtsgeschäft. Und das ist die anstrengendste Zeit des Jahres, aber auch die schönste. Und genau, die Andrea sagte vorhin, Sarah, da muss ich was vorlesen. Und das macht sie jetzt. Das mache ich jetzt? Okay. Also aus dem neuen Buch von Petra Hartlieb muss ich Ihnen mal eine kurze Anekdote vorlesen. Im Gegensatz zu Bestsellerromanen haben wir viele teure Kochbücher nicht im Stapel liegen. Sie stehen einzeln im Regal und werden bei Bedarf nachbestellt. Ich zeige Frau L. ein aufwendig gestaltetes Kochbuch. Erzähle ihr, wie viele Rezepte ich bereits erfolgreich nachgekocht habe. Auch die Fotos sind sensationell. Hinter Frau L. steht der beleibte Primar und späht neugierig über ihre Schulter. Das brauche ich auch, meint er lakonisch. Doch wir haben den 22. Dezember und bis zum Tag X kommt keine Bestellung mehr an. Hatte sie vor 5 Minuten noch gezögert, das teure Buch zu kaufen, ist Frau L. angesichts der Konkurrenz nun wild entschlossen, nicht ohne dieses Kochbuch die Buchhandlung zu verlassen. Der Herr Primar versucht mit allen Mitteln, sie davon abzubringen. Zuerst mit Charme. Dann bietet er an, 10 Euro mehr zu bezahlen. Darauf gehe ich natürlich nicht ein. Und auch Frau L. bleibt unerbittlich. Als ich vorschlage, dass sie das Buch gemeinsam kaufen können, ist er begeistert und will sie auf einen Kaffee einladen. Frau L. wird ein bisschen rot, schwankt kurz und zieht sich mit einem reizenden Lächeln aus der Affäre. Meine Kinder sind alle zu Hause. Ich muss leider los. Das war's schon. Genau. Und dieses Buch strotzt nur so von diesen wundervollen Anekdoten aus dem Weihnachtsgeschäft, von dem wir auch die ein oder andere zu erzählen haben. Unvergessen, wie ich mal versucht habe, mit einem Tacker zu telefonieren. Die Jutta hat sich letztes Jahr gemeldet mit Buchladen am Weihnachtsplatz. Und wir können alle berichten, dass wir uns wirklich regelmäßig in der Weihnachtszeit zu Hause mit der Buchladen am Freiheitsplatz, hallo, schönen guten Tag, melden. Also das macht was mit einem, aber wir machen es gern, denn diese Zeit ist einfach unverwechselbar. Wenn man in der Luft Geschenke einpackt, wenn man jeden Tag wirklich 100-mal sein Herzensbuch empfiehlt. Ich freue mich schon, wenn die Anja die ganze Zeit die Karen Duwe weiterempfiehlt, weil ich mich da jedes Mal so freue. Und ja, Petra Hartlieb hat das wirklich perfekt eingefangen. Ich lag auf dem Sofa und habe mich wirklich gekugelt und habe gedacht, genau so ist es. Ja, endlich hat es mal jemand festgehalten. Und ich finde, wenn man dieses Buch gelesen hat, dann bekommt man so wirklich den inneren Drang, seinen geliebten Buchhändlerinnen und Buchhändlern ein bisschen Schokolade, Kuchen, Kaffee vorbeizubringen. Also ganz völlig uneigennützig. Selbstgebackene Plätzchen. Die Möglichkeiten sind zahllos. Ich mag Chips. Also, wir freuen uns schon wahnsinnig auf Weihnachten. Wir sind total verliebt in Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung von der unvergleichlichen Petra Hartlieb. Sollten Sie mal in Wien sein, schauen Sie gerne vorbei. Ich glaube, das ist ein echtes Erlebnis. Und dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten.